Schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen hier zum ersten Stream von VE Racing in der NASCAR-Serie. Mein Name ist Sebastian Kowalke und mit mir zusammen wird heute David Hofmann das Rennen kommentieren. Hallo David. Ja, hallo Sebastian und hallo liebe Zuschauer da draußen. Ich bin natürlich mal gespannt, was uns heute im ersten NASCAR-Rennen bei dieser Liga hier erwarten wird. Aber derzeit sind es 20 Fahrer, also das alleine spricht schon mal für Spannung. Ja, wobei es ja nicht, wie du gerade gesagt hast, das erste Rennen der NASCAR-Serie überhaupt ist. Die haben hier schon einiges an Erfahrung. Wer sich informieren möchte, racersload.com/ve-racing. Da kommt man dann auf die Seite. Ich glaube, es gibt auch noch einen Shortlink. Es müsste veracing.org sein. Ja, die Strecke heute Daytona, Florida. Ziemlich warm ist es hier, auch 34 Grad haben wir. Und wir schwitzen auch schon wie die Hölle. Ja, schön kuschelig warm auf jeden Fall. Im Saisonauftakt. Ja, erstes Rennen der Saison. 20 sind ja insgesamt. Und wir sind gespannt, wer sich hier heute behaupten kann. Es sind ja einige unterwegs, die man doch als ziemliche Bekannte schon in der Simracing-Szene kennt. Wer mal bei simracing.org rumgeschaut hat, da kennt man einen Gary Hart, einen Sandro Petrocello. Jetzt muss ich gerade ein bisschen rumschauen. Wen kenne ich denn noch? Ja, das war, glaube ich, schon. An mehr kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber ich bin auch schon ein bisschen vergesslich geworden auf meine alten Tage. So, jetzt haben wir es kurz nach 20 Uhr. Wir sind zwar immer noch in Practice 1, aber es sollte so langsam mit dem Qualifying losgehen. Wir können ja nochmal das Qualifying-Prozedere kurz erläutern. Für alle Fahrer 5 Minuten Zeit, rauszufahren und die Runden zu absolvieren. Gefahren werden insgesamt 4 Runden, einmal raus, dann 2 schnelle Runden und eine wieder rein. In diesen vier Runden sind eben diese 2 gezeiteten. Von den 2 gezeiteten wird die schnellere gewertet. Wer da die schnellste Zeit hat, steht auf Pole. Genau, wie man das von NASCAR kennt, hat das jetzt nicht unbedingt so viel zu bedeuten, weil ja auch am Start schon sehr viel passieren kann. Genau so ist es. Und nicht nur das, die fahren ja alle hintereinander. Also da kann man sich natürlich immer als guter Fahrer auch noch nach vorne schieben. Weil es natürlich auch durchaus ein kleiner Vorteil ist, wenn man ganz vorne steht. Wenn es dahinter nämlich kracht, ist man schon vorbei. Das stimmt allerdings, da hast du jetzt recht, aber es ist auch vorn, wie gesagt, ein bisschen die Gefahr, dass du doch mal den Schubser von hinten aufs Heck kriegst und dann abfliegst. Naja, also es hat alles Vor- und Nachteile. Also ja, das muss schon ein ziemlicher Stupser sein, dass man da abfliegt. Bump Drafting, wie man es ja nennt, das heißt das Anschieben des Vordermannes, ist ja in der NASCAR eine sehr beliebte Technik. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie ganz gefährlich wäre wie bei Formelautos oder bei den Tourenwagen. Also hier bei den NASCARs, da machen die halt ja gerne. Da macht es ja beide Autos schneller, wenn du das machst. Und da muss es schon ein gewaltiger Schubser sein, also da muss der Geschwindigkeitsunterschied schon durchaus ein paar Kilometer pro Stunde betragen. Aber wer weiß, wenn wir das erleben. Das ist dann auch nicht sonderlich schön, wenn einer in die Mauer kracht. Hier schauen wir ein bisschen auf der Strecke umher. Der derzeit führende nach der Zeit ist Gary Hart. Hat für die ganze Runde 46,8 Sekunden gebraucht. Aber da sind vier Fahrer, die ganz nah dran sind. Matthias Koch auch 46,8, Sandro Petrocello 46,8, Marco Meyer 46,8 und Thomas Strank 46,9. So, die Session ist beendet. Wird mir zumindest angezeigt. Und jetzt sind wir im Qualifying, wie wir hier oben links sehen. Da haben wir nämlich wir haben es nur ganz klein eingeblendet, die Zeit. Und da stehen jetzt 5 Minuten. 5 Minuten bedeutet Qualifying. Genau. Wie gesagt, hast du schon die 4 Runden. Schauen wir mal, wer da rausfährt. Ich glaube, wir müssen erstmal im hinteren Feld schauen, denn es ist natürlich so,
Je eher man jetzt rausfährt, da haben wir Thilo Bonkowski, Mensch, ich muss die Namen auch erst noch reinkriegen. Das ist ja immer so eine Sache, wenn man irgendwo neu anfängt. Thilo Bonkowski, der ist unterwegs, so als erster, wie ich das überblicke. Ah, oder ist Sandro Petrucciello auch schon? Ja, Sandro Petrucciello ist auch unterwegs. Der ist auch schon draußen, ja. Man muss anmerken, kein Fahrer sieht die anderen Autos, wenn er jetzt umherfährt. Das ist ein privates Qualifying, damit eben keiner dann Windschatten ziehen kann. Das wird hiermit vermieden. Damit eben alle wirklich gleiche Bedingungen haben. So, und wir müssen mal schauen, wer denn hier als erstes über das Ziel kommt. Also sieht Top Speed. Weil wenn man das wirklich mal so ein bisschen beobachtet, oder was mir gerade so auffällt, dass der mit dem meisten Top Speed, also Sandro Petrucciello, derzeit nur auf Position 3 ist. Also hat jetzt nicht unbedingt auf dieser Strecke mit dem meisten Speed was zu tun. Das ist eine Besonderheit hier von Daytona. Wenn du mal die Kurven hier anschaust, die sind durchaus, wie soll ich das sagen, da kann man durchaus schon in den Kurven, wenn man nicht genug Grip hat, ein bisschen Zeit verlieren. So, die erste Zeit von Sandro Petrucciello, wir sehen es unten links, also wir sehen es glaube ich jetzt gerade nicht wirklich. Beziehungsweise zwei Sektoren hat er jetzt erstmal durch. Also von Moment ist der Steffen Klein auf Position 1 mit 50,9. Ja, das wird sich noch... Sandro Petrucciello nur auf 3. Aber da ist nämlich schon dann jemand anders auf 1. Und zwar Chris Schub. Chris Schub derzeit. Ja, aber die haben ja alle zwei Runden. Schau mal, der Chris hat jetzt hier schon wieder die nächste Runde am Laufen. Ist da um 43.000. Jetzt ist es besser erkennbar geworden. 43.000 vorn. Jetzt sogar 62.000. Das ist ja hier Millimeter, aber jetzt wird er schon auf 4 zurückgeschoben. Schauen wir mal, ob er jetzt wieder nach vorn kommt. Jetzt auf jeden Fall Ralf Bort. Es sind noch 2 Minuten. Es sind nicht mal mehr 2 Minuten. Das heißt, jetzt. Nein, auf Platz 2. Knapp. Ja, weil es, wie gesagt, gerade Ralf Bort. Da auf Position 1 mit 1000stel Vorsprung, jetzt sehe ich gerade Sandro Petrucciello mit Position 1. 50. Das mit den Namen müssen wir nochmal üben. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, italienischer Name. Echt? Ja, die sind hier aber alle ganz schön unterwegs. So. Und Matthias Koch ist, Moment, wo ist der jetzt hin? Der hat bei mir nämlich gerade Position 3 ist er bei mir. Ja, er hat bei mir nämlich gerade noch gebrannt und gebrannt bedeutet, er hat eine schnellste Sektorzeit hingelegt, bis dato, also nicht nur persönlich, sondern allgemein schnellste. So, schau mal, er fährt hier rein, ja. So, Sandro ist auch gerade unterwegs in die Box hier. Auf jeden Fall sind die ersten drei gleich schnell, bis aufs Tausendstel genau. Ja, tatsächlich auf eine Tausendstel, also... Sandro Petrucciello 50.822, Chris Schub 50.823, Matthias Koch 50.823. Und da, was man nicht sieht, was A-Factor aber trotzdem aufnimmt, sind dann die Zehntausendstel und die entscheiden dann. Wenn selbst die gleich sind, dann hat natürlich der die Nase vorn, der halt seine Sache zuerst gefahren ist. So. Genau. Hier haben wir dann den Viertplatzierten, der auch reinkommt. Wenn man die Namen alle erkennen könnte, das müsste Roberto Alaimo sein. Genau, Marco Meyer ist auch schon drin. Matthias Lamm, ja, den kenne ich auch noch. Matthias Lamm, so. Derzeit Position 6 ist also Bernd auch. Köhler, durch. Gary Hart fährt noch. Der ist noch der unterwegs. Einzige. Ja, aber der hat noch eine Runde. Schauen wir mal weiter hinten. Ja, ne, Friedrich Laditz ist jetzt auch in der Box. Ja, und Gary Andreas Hart fährt auch Starke rein. Fährt noch.
Ja, der ist aber gerade erst dazugekommen. Aber den kenne ich zum Beispiel, wo ist, ach da, tatsächlich, ja, auf Platz 20. Den kenne ich persönlich sehr gut. Gegen ihn bin ich schon mal in einer Meisterschaft gefahren. In einer Champ-Car-Meisterschaft damals allerdings. Da waren wir Meisterschaftskonkurrenten. Ich will jetzt nicht erzählen, wie es ausgegangen ist, aber ich wollte jetzt damit nur andeuten, dass ich ihn sehr gut kenne. Und er hat Jetzt müssten wir alle schon. durchaus doch ein sehr schönes Auto, wie ich finde. Also. Oh, und da wurde umgeschaltet, weil er zu spät losgefahren ist. Natürlich, die Zeit war um. Und dementsprechend ist er jetzt auf der 20, weil er hatte nur eine Runde. Das ist schade, aber wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Damit Das Sandro stimmt allerdings. Petrucciello auf Pole. Bin mich ein bisschen enttäuscht. Gary Hart, der war ja eben im Training auf der 1 nur auf Platz 8. Also mitten im Getümmel bei insgesamt 22 Fahrern. Und ja, Chris Schub auf der 2, Matthias Koch auf der 3. Jetzt haben wir noch ein Warm-up von ganzen 5 Minuten. Genau, quasi nochmal so lange wie das Qualifying ist, jetzt nochmal kurz Warm-up. Ja. Da können sich die Fahrer jetzt nochmal auf die Strecke einschießen. Und wir können vielleicht ein bisschen mal uns auch auf die Strecke einschießen und sie mal ein bisschen erklären. Der Daytona International Speedway in Florida ist insgesamt 2,5 Meilen lang, umgerechnet zu 4 Kilometer, 4,023. Für die, die es ganz genau haben wollen, aufgrund der Länge dementsprechend ein Super Speedway, wurde 1957 erbaut. Ist also schon ein altehrwürdiges Rennen. Und ja, dieses Oval fasst ganze 147.000 Zuschauer. Und bei jedem Rennen der NASCAR, der IndyCar, bei jedem Daytona-Rennen ist dieser Nudeltopf eigentlich voll. Also die haben wirklich, der Daytona Speedway hat eine unglaubliche Auslastung. Es ist ein D-Oval, also es ist kein normales Oval mit zwei Kurven, sondern es hat bei Start-Ziel so eine kleine Ausbuchtung, dass es halt aussieht wie ein D. Oh. Und die Neigung in den Kurven beträgt ganze 31 Grad. Wer sich das nicht vorstellen kann, der kann sich durchaus mal ein Geodreieck Das hernehmen. wollte ich jetzt auch gerade vorstellen, wie da die Leute jetzt mit dem Geodreieck davor sitzen und sich das bildlich Ja, vorstellen. und wer selbst das nicht kann, man kann ja 30 Grad sich veranschlagen. 45 Grad geht ja da über die Steigung 1,1. Ich will ja, bei 30 waren es dann, glaube ich, 1,2. Das bedeutet, wenn man einfach mal Paint aufmacht und dann zieht man eine Linie, die 60 Pixel nach rechts geht und 30 nach oben. Das müssten dann 30 Grad sein. Als Größe haben wir 100 Pixel und 100 Pixel nach rechts und 50 nach oben. Aber so kann man sich das dann vorstellen. Und da muss man sich ein Auto drauf vorstellen, das dann quasi in den Bildschirm hineinfährt auf dieser Linie. Also es ist eine unglaubliche Neigung. Das ist, glaube ich, eine der größten aller Ovale, die es so gibt. Ja gut, Bristol ist da, sag mal, Tabellenführer mit 36 Grad. Aber das normale, sagen wir mal, also die high-banked Ovals, die also wirklich schon als hohe Neigung eingestuft werden, sind 24 Grad. Das wird schon als high-banked eingestuft. So, jetzt sind es noch 1 Minute und 30 Sekunden, wenn ich das richtig beobachte hier. Ja, genau. Dann ist auch das Warm-up zu Ende. Ja, und Dann dann können geht's wir auch schon ins ins Rennen gehen. Rennen. Ja, so ist es. Können wir eigentlich zum Rennen erzählen? Es gibt Lucky Dog,
Regelung. Ja. Punkte, ja, werden wir, denke ich, mal ansprechen, wenn es dann soweit ist, wenn dann ja, Großteil kurz, der gefahren ist. Warte mal kurz, für alle, die die Lucky Dog-Regeln nicht kennen, noch mal kurz erklärt. Lucky Dog bedeutet, dass in einer Safety-Car-Phase, in einer sogenannten Caution, sich der erste überrundete Fahrer zurückrunden darf, am ganzen Feld und am Safety-Car vorbeifahren darf und sich dann oder einmal rum und dann sich ganz hinten wieder anreihen darf. So viel dazu. Dann, ja. Was man noch sagen kann, dass man hier eine Live-Rennkommission haben. Die besteht aus dem Steffen Klein, Mike Zulin und Matthias Koch und die werden dann auch Strafpunkte aussprechen. Da gibt es 2, 4, 6, 8 Strafpunkte, je nachdem wo es die Strafe ist, die dann zur Auslösen der Gelbphase beigetragen hat. Ich denke mal, diese Rennkommission wird es jetzt die ganze Zeit lang geben, also quasi die ganze Saison. Ja, ist da nichts bekannt, dass die sich irgendwie abwechseln dann, jedes Rennen. Ja, ist ja auch sinnvoll, wenn es halt immer die gleichen sind. Da kann man halt eher was machen. Die sind dann eingearbeitet und die haben dann, genießt dann auch den Respekt der anderen. Ja, genau. Wahnsinn. Wenn man immer wieder wechselt, ist das dann doch nicht ganz so empfehlenswert. So, das Warm-up ist um. Noch ein paar Fahrer dazugestoßen, Udo Wagner und Chris Dahms, die werden dann auch von ganz hinten starten. Also ich hoffe mal, dass sie noch wenigstens an unserem Übertragungswagen, für den ja auch eigentlich ein Platz reserviert ist, dass sie an ihm noch vorbeigestellt werden. Aber wenn nicht, ist auch egal. Ich meine, es wird sowieso fliegend gestartet. 120 Runden. Was mal wenigstens wenn man das jetzt Hornburg mal ja anschauen. Ja. Auch sehr interessant hier. Das ist nämlich unser Übertragungswagen. Wir sehen ja auch verkehrt herum unseren Kommentatorenverband simcom.net. Können wir ja auch mal Werbung für machen. Wenn wir da eh schon arbeiten, dann kann man das auch mal erwähnen. Wir sehen oben links 120 Runden. Wir müssen jetzt mal hier auf die anderen Autos schalten. Wir sehen nämlich, hier geht's schon los. Ganz vorne Sandro Petrozielle und Chris Schub, das Safety Car hier unterwegs. Safety Car fährt hier schon innen, alle halten sich dahinter. Lass das Safety Car reinkommen und hier endlich die Post abgehen. Müsste jetzt die Backstraight sein, also die Gegengerade. Ja, definitiv. Weil die Front Straight, also die Stadtzielgerade, Front Stretch, sagt man ja auch, die hat ja eben diesen Knick drin, dass es zum D-Oval oder D-Oval wird. Dann geht's jetzt durch die letzte Kurve gleich. Ja, das ist wirklich ein Schleichtempo hier. Aber es geht ja dann bald los, von daher. Ja. Ja, es dient halt, glaube ich, auch ein bisschen so zur Beruhigung, zur ja, Nervenberuhigung auch der Fahrer. Die sind ja alle aufgeregt und dass die dann einfach quasi noch mal ein bisschen runtergefahren werden, dass sie in ja so einem langsamen Auto sind, dass sie dann einfach noch mal entspannen können und das, ich glaube, das hat eher einen psychischen Effekt. Wenn der Safety Car jetzt mit 200 losballern würde, dann wird es durchaus häufiger zu Unfällen kommen. Ich denke mal, auch dann haben wirklich die Letzten zu tun, dass sie da noch hinterherkommen, wenn es wirklich auf einmal losgeht da. Wie? Ja, das kann durchaus sein. Oh, hinten laggt einer aber ganz schön. Mich würde jetzt interessieren, ob wirklich alle dabei sind oder ob irgendwer. So, Safety Car kommt rein. Und jetzt bestimmt der Erste das Tempo. Sandro Petrozielo. Genau. Dann gibt's Grün. Und dann geht's los. Und die Saison ist jetzt eröffnet. Ja, hinten geht schon los. Sandro Petrozielo kann die Führung verteidigen. Chris Schub bleibt auch auf 2. Na, der Martin Koch ist noch, der Martin Koch, der Matthias Koch ist noch daneben.
und ist jetzt vorbei. Chris Hoop außen hat natürlich jetzt mehr oder weniger die Arschkarte gezogen. Wird jetzt nämlich noch von weiteren Fahrern überholt. Da ist ein Marco Position Meier 5. dabei. Oder oh, hinten geht's hinten, ganz, ganz schön. Nee, hinten leckt nur einer. Aber es geht grundsätzlich das geht trotzdem eng da hinten zu. Ja, da hinten hat es auch gequalmt. Schauen wir mal, ob da jemand ist. So, Chris Arms steht hier noch, aber noch sind alle dabei. Nein, Laditz ist raus. Friedrich Laditz ist raus. Schade. Udo Wagner auf der 22. Ja, der fährt schon im Feld ein bisschen hinterher. Der hat schon Boden verloren und dahinter hier Andreas Starke. Die sind alle beieinander unterwegs. Hier haben wir eine kleine Fünfergruppe. Schauen wir wieder ganz nach vorn. Da setzen sich jetzt vier Fahrer ab. Und hier können wir auch mal onboard schauen. Dann sehen wir auch mal hier auf der Motorhaube, was die hier, wie das Bumpdrafting aussieht. Der hängt hier wirklich genau ja dran, falls man das mal sieht. Der schiebt hier in Sandro Petrocciello wirklich in die Kurve hinein. Da hört er erst auf. In der Kurve sollte man nicht Bumpdraften, aber auf der Geraden geht das immer. Und da setzt er wieder an. Das macht beide Autos schneller. Wir sehen hier schon, Marco Meier kommt hier nicht ran. So, Petrocciello auch mit der schnellsten Rennrunde. Ja, wenn er geschoben wird, logisch. Ja, so, und hier musst du schon mal abreißen lassen. So, und damit eine Dreiergruppe vorn. Wie lange kann sich jetzt der Dritte halten? Das ist natürlich die Frage. Ich habe im Gespräch mit Noah Nevi, dem Liga-Leiter, dem Serienleiter, habe ich erfahren, dass das hier wohl so ist, dass ich eher zwei absetzen als drei. Oder mehr. Mal schauen, aber wie lange der Marco Meier bleibt hier noch dran. Ja, der macht das gut. Aber mich wundert, dass sie so viel rausholen. Also wir haben jetzt drei Runden rum. Ja, jetzt ist er dran. Respekt. Also, wir haben jetzt drei Runden rum und an sich, wenn jetzt hier keine Caution kommt, haben wir schon die Entscheidung. Es wird zwischen den dreien hier ausfallen, aber jetzt muss er erstmal ein bisschen abreißen lassen. Ja, aber er kommt da ran. Aber er kommt da nochmal ran. Da brauchen wir aber auch ein gutes Setup. So, schauen wir mal hier. Das ist, glaube ich, sehr interessant, hier mitzufahren. 117 Runden noch, 116 gleich, wenn wir über Stadtziel drüber sind. Oh, hier gab es schon Bremsspuren, haben wir eben gerade gesehen. Nicht schön. Aber hier sieht man, dass es sich dann schon ransaugen kann, so ganz, ganz ja, langsam. Ja, er kriegt einen guten Windschatten. Er kriegt ihn ja von, ja nicht von zwei Autos, sondern von einem und einem Viertel. Ja, ungefähr so, einer im Viertel. Ja, und dementsprechend kommt er doch ein kleines Stückchen ran, weil er eben ein Viertel mehr Windschatten hat als Koch vor ihm, als Matthias Koch. Sehr schön hier, das Notausgangsschild. Ja, das wollte auch gerade da. Ja. Hübsches Auto-Painting. Ja, sind ja alles frei wählbare Paints, also da hat sich jeder seine eigenen Gedanken machen dürfen und jeder sich selbst verewigen dürfen. Deswegen sehen wir auch beim Matthias Koch hier hinten auf dem Auto über dem Notausgangsschild M. Koch als Namen verewigt. Ja, und die drei haben jetzt schon doch einen gehörigen Abstand. Die haben fast 5 Sekunden. Das ist unglaublich. Das innerhalb von 5 sind wir mittlerweile ja, in der Ja, und das in der Nesca, das ist eigentlich sehr unglücklich. Aber Chris Darms könnte noch rausfahren. Also Friedrich Laditz ist jetzt raus. Chris Darms könnte rausfahren, wenn er wollte. Zumindest wird mir das so angezeigt. Und bei mir ist er jetzt noch gar nicht da irgendwie auf dem System. Okay. So, Martin Stellinger vorbei an Gary Hart, Platz 6 und 7. Marco Meier, schnellste Rennrunde. Den haben wir hier auch gerade im Bild mit der Motorhaube. Den sehen wir von ihm gerade leider nicht. Mal schauen wir mal, wie das hier der Abstand. Da hinten kommen die erst. Oi, 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 das ist ein Riesenabstand.
Ach, riesig, da brauchst du ja wirklich schon fast eine Lupe übertrieben gesagt. Ja, also da, ich meine, wenn jetzt keine Caution kommt, oh, da gab es glaube ich eine Berührung hinten bei den beiden. Ja, Klein und Stellinger, die schieben sich ja schön gegenseitig an, beziehungsweise Stellinger schiebt Klein an. Dahinter muss auch schon wieder abreißen lassen. Also wir haben jetzt wirklich kleine Grüppchenbildung. Hier hinter, das ist schon eine größere Gruppe und die ist dementsprechend auch etwas langsamer. Ja, es sind sogar sechs. Nehmen wir mal den einen da hinten da noch mit zu. Da haben wir hier doch durchaus einige Fahrer. Schauen wir mal, da haben wir Ralf Barth ganz vorn. Dann haben wir Bernd Köhler. Mike Azzolin. Ach, Roberto Alaimo. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und dahinter Roberto Lai. Dann auf der 12 Matthias Lamm, der hängt hier eben schon ein bisschen hinterher, hinter den 5. Das sieht jetzt der fährt ja auch ein bisschen da alleine. Schau mal, das sieht langsam aus. Ist Caution? Es scheint eine Caution zu geben. Ja, wir sehen die gelbe Flagge. Es gibt eine Caution. Schauen wir mal, wo der Grund liegt. Wer hat sich denn verabschiedet? Jetzt habe ich noch keinen gesehen. Ingo Lutz hat zwei Plätze verloren. Ja, wir haben hier Gary Hart, der ist auf 22. Der ist ganz schön zurückgefallen. Ich glaube, dass er der Auslöser war. Letzte Runde eine 1:30.8. Und er war nicht in der Box. Oder? Er war in der Box, doch. Warte mal, der war davor in der Box. Aber warte mal. Nee, doch. Also ich weiß es gerade nicht. Also das ist jetzt, das ist mir ein Rätsel. Auf jeden Fall ist Gary Hart eine Runde zurück. So, Safety Car ist draußen, damit ist natürlich jetzt alles wieder so ein bisschen neutralisiert. Und daher geht's. Und Gary Hart ist natürlich der erste Überrundete. Dementsprechend Lucky Dog und er darf einmal vorbei an allen. Und er hat jetzt ein volles Auto, hat ein bisschen mehr Sprit als die anderen. Wird aber wahrscheinlich trotzdem mithalten. Hinten gab es eine Berührung. Jesse Jezura hat da wohl die Wand berührt. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall wurde mir eine Berührung angezeigt. Sollte man natürlich in einer Caution vermeiden. So, wir schauen weiter bei Gary Hart. Also das ist eine frühe erste Caution. Da würde mich echt mal interessieren, wer die ausgelöst hat. Ich kann es mir nämlich nicht ehrlich gesagt nichts gesehen. Nee, ich auch nicht. Eben, das ist es ja. Ich habe auch nichts gesehen. Gary Hart war in der Box und ansonsten... Ja. Also ich weiß es wirklich nicht. Es gibt jetzt keinen, der irgendwie ganz zurückgefallen ist. Oder der sogar ausgeschieden ist. Gibt es im Moment nichts, außer den wir schon hatten da am Anfang. Richtig, Friedrich Laditz. Der ist aber der Einzige immer noch, der ausgeschieden ist. Also das gibt mir jetzt wirklich Rätsel auf. So, Gary Hart ist dran. Und jetzt schauen wir hier bei Sandro Petrocello mal wieder. Und dann würde ich mal schauen, ob wir vielleicht uns irgendjemanden holen können. Weil die Fahrer sind ja jetzt gerade alle so ein bisschen Ja, jetzt entspannt. Ein bisschen Ruhephase erstmal. Ja, und dann würde ich vorschlagen, holen wir uns einfach mal gerade einen Führenden rein. Vielleicht hat der ja was mitbekommen. Hallo Sandro, du bist jetzt Hi. Hier live im Stream. Oh, würde mich jetzt mal interessieren, geht's jetzt Ende der Runde schon weiter oder dauert es noch ein bisschen länger? Sonst schieben wir die Runde wieder hoch. Nee, ist noch eine Runde. Okay, also die Runde, die ihr gerade fahrt, und noch eine. Normalerweise schon, ja. Okay, gut. Ja, die erste Caution schon relativ früh. Hast du irgendwas mitbekommen? Weil wir tappen hier doch sehr im Dunkeln. Nee, leider nicht. Also wir waren vorne zu dritt allein unterwegs und konnten keinen sehen. Also ich habe jetzt auch nach Reifenspuren geguckt. Ich glaube, den Gary Hart hat's aber eventuell erwischt, weil der war in der Box gewesen. Ja, also in der Box war er, das haben wir auch gesehen, aber mehr wissen wir auch nicht. Also der und wenn hat müsste das auf Start und Ziel passiert sein. Da waren kurze Reifenspuren, aber ich kann's nicht. Ja, aber die waren schon länger, die waren schon Anfang der Runden, glaube ich. Ah, okay.
War, ja, Anfang der ersten paar Runden. Aber er hat, also er hat im letzten Sektor in seiner Pit-Runde eine 26,7 gehabt im Sektor. Das ist jetzt nicht allzu lang. Das ist, wenn er runterbremst, das ist, okay, ist das normal. Ja. Aber er hat halt auch relativ lang gestanden. Er hat, ist dann im ersten Sektor und in der nächsten Runde 52,6 gefahren. Ja gut, du stehst, glaube ich, allein durchs Tanken 10 Sekunden, obwohl, jetzt war ja noch nicht viel draußen, aber mit Reifenwechseln eventuell, also Reifenwechseln dauert schon lang. Okay. Ja, wenn er das gemacht hat, dann kannst du hier so sein. So, geht's jetzt weiter, oder? Nee, es kam keine Meldung, müsste noch eine Runde sein. Okay, gut. Weil wir wollen dich ja nicht hier halten und... Oh, da sind Reifenspuren, wo ihr gerade lang gefahren seid. Echt? Ich habe hab ich eben gerade welche gesehen, oder? Ich habe einen Knick in der Optik. Ich hoffe mal, es ist Ersteres. Aber es sah mir so aus, als ob da welche waren. Keine Ahnung. Irgendein war da vielleicht genau Fahrstartziel. Ja, also es, der Verdacht bleibt weiter bei mir. Wir entlassen dich dann einfach mal wieder in deinen Channel, dass du dich dann jetzt auf den Restart in der nächsten Runde oder wann auch immer konzentrieren kannst. Jo, danke. Nächste Runde müsste es weitergehen, glaube ich. Okay, gut. Dann dir noch viel Spaß. Jo, und danke. Viel Erfolg. Euch auch noch. Danke. So, ich hoffe, ich habe ihn in den richtigen Channel geschoben. Also hat auf jeden Fall, er hat auch nicht so wirklich was mitgekriegt. Ja. Aber es könnte schon sein mit Gary Hart da irgendwie, dass da mal was war. Ja. Vielleicht. Gut, er war auch ganz vorn, also. So, und die Lichter blinken immer noch, das heißt noch eine Runde. Es sei denn, jetzt kommt die Meldung so auf Mitte der Strecke, dann, also auf der Backstretch. Dann kann es natürlich sein, dass das Safety da reinkommt. Wir müssen halt genau darauf achten, wann gehen die Lichter aus. Hier blinken sie noch. Das Safety Car bleibt also draußen. Und selbst wenn sie jetzt noch, sagen wir noch, 40 Minuten hinterm Safety Car fahren, also ich glaube 90 Minuten wird nur insgesamt gefahren. Egal ob jetzt. Nein. Es wird 120 Runden gefahren. Und wenn das Rennen 2 Stunden erreicht hat, dann wird die Runde zu Ende gefahren und dann ist vorbei. Also 120 Minuten ist da. Das letzte, die letzte Grenze. Und das war, glaube ich, in der letzten Saison ist das einmal vorgekommen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, aus dem Gespräch mit dem Ligaleiter Noah, bei 20 Rennen einmal. Also ich glaube schon, dass wir hier unter den 2 Stunden bleiben. Dann müsste es ja wirklich mit den Borschunzen nur so abgehen. Oh, wir werden. Also der Friedrich Laditz möchte gerade ein Interview mit uns machen. Okay, das schießt sofort rein. Ja, natürlich. Also, wenn er möchte, dann darf er gern. So, ja, Friedrich ist jetzt drin. Hallo Friedrich. Ja, wir hören nichts. Kann man denn gleich zu sehr überrumpelt? Ja, ich glaube auch. Ah, yeah, jetzt hören wir dich. Ja, sehr gut. Gut. ja, du bist ja doch relativ früh ausgeschieden, und zwar schon in der ersten Runde. Ja, doch, in der ersten Runde. Was ist denn da vorgefallen? Ein verheißungsvoller Saisonauftakt, wie man sich nicht besser wünschen kann. Na, es war der Andreas, die hat entweder eine aufs Heck bekommen, der Andreas Starke eine aufs Heck bekommen haben oder einen Wall-Touch gehabt haben und ist einfach quer rüber in mich rein und da war kein Halten mehr. Bei 280 oder so darunter, ich habe mir gedacht, vielleicht kriege ich noch, aber der Einschlag war auf der Innenbande und da war das Rennen vorbei. Motor aus, fertig. Okay, also Kettenreaktion. Ja, eine kleine, ja, aber es war ausreichend für mich, dass das Rennen aus war. Ja. Das ist wirklich schade, aber wir haben ja noch 19 Rennen, hast noch dann genug Chancen, um noch was zu reißen. Was mich jetzt noch interessieren würde, weißt du, warum der Chris Dahms immer noch in der Box steht? Weil ich habe so den, also so wie es für mich aussieht, dürfte er raus. Ich hab mitbekommen, dass er, der Chris, an und sich etwas später kommen wollte, hat wahrscheinlich gejoint, hat ein Warm-up gejoint, nehme ich an, und ja, dann einfach den Rennstart offensichtlich doch nicht geschafft. Also irgend sowas in der Art muss das gewesen sein. Ja, bei mir steht er nämlich noch im Plugin drin. Ich schau mal gerade kurz nach, ob der hier überhaupt auf dem Server noch ist. Okay, mich würde noch was anderes interessieren. Du hast ja erzählt, ja. Also dein
deinen Start da. Aber mich würde jetzt eigentlich mal interessieren, ob du vielleicht mitgekriegt hast, warum jetzt diese Gelbphase da ist. Oder hast du da nichts gesehen? Ja, war bei meinem Ausfall gleich Gelbphase. An und für sich hätte ich ja niemand behindert gehabt, weil ich bin ja ganz, ganz links gestanden. Ja, das war jetzt sowieso erst 5 Runden später. Nach der Ja, jetzt ist hier nach, ich glaube, 8 Runden oder 7 Runden, kam jetzt in die Safety-Car-Phase. Und du hast nichts mitbekommen, oder? Ah, ich bin gleich raus. Musste ein wenig auch aus dem Teamspeak raus und ja, kenn ich. Cooldown, das ist ganz normale Sache und da will ich meine Kollegen da nicht irgendwie belästigen oder stören. Da ist mir nicht wirklich eine große Hilfe und da möchte ich auch gar nicht zusehen, das ist nicht so interessant. Und da haben wir gedacht, ein bisschen Cooldown und ja, mit meinem Sohn ins Bett gebracht und dann haben wir jetzt schaue ich da rein zu euch, vielleicht wollt ihr irgendwas wissen. Aber tolles Startfeld. Ja, das ist uns auch schon aufgefallen. Also da sind wirklich hochkarätige Namen dabei. Vor allem die Quantität auch. 24 Leute waren wir oder 23 im Start? Ja, wenn wir mal jetzt den Chris rausrechnen, 23. Finde ich schon ganz fair. Und wir haben gerade eben, ich habe ja gerade eben auch raufgeschalten und der Chris ist noch auf dem Server und sein Auto steht da auch noch. Und mein Bildschirm zeigt mir an, er dürfte rausfahren. Warum er es nicht tut. Oh, Safety Car kommt jetzt rein. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, Friedrich, danke fürs Interview. Viel Spaß noch. Und genau, uns. Danke. Green. Gut, dankeschön. Du findest allein raus, oder? Der Start geht jetzt weiter. Auf jeden Fall. Ich bin auch wieder alleine. Ciao. Gut, ciao. So, Sandro Petruzziello hat, der Restart, also das Rennen geht weiter, so wäre es vielleicht richtiger gewesen. So, Sandro Petruzziello, da muss ich einen anderen Namen zulegen, ja, hat den Start gewonnen, beziehungsweise hat sich auf der ersten Position gehalten. Jetzt gibt es aber schon die Attacken, da ist eben schon jemand rausgezogen, und zwar ist das der Steven Klein auf Platz 4. Hat ihm auch nichts gebracht, wie ich dazu sehe. Aber jetzt setzt sich auf jeden Fall 5 ab, denn der 6. hat den Start wohl ein bisschen verpennt. Mike Azzoli, ich glaube ganz vorne war dort Martin Stellinger. Und der ist jetzt... Nee, Moment. Martin Stellinger ist auf 5, der ist hier mit in der Gruppe. Gehen wir mal dahinter auf diese Dreiergruppe. Hier Azzoli, Strang und Nevi. Ich weiß nicht, wer jetzt da wirklich den Start verpennt hat, aber einer von den dreien war es, ganz sicher. So, und dahinter hat dann wieder einer einen Start gepennt. Könnte Roberto Alaimo sein. Oh, Gary Hart schon wieder auf 10. Das ging zügig, das eilig. Ja, ja. So, Matthias Lang, Roberto Lai ist dabei, Ralf Barth ist dabei, das hier ist schon die große Gruppe. Ach Gott, Ingo Lutz, wenn ich nur die Vornamen nicht weiß. Dann Ilo Bonkowski. Und dann haben wir noch Klaus Immer. Andreas Starke ist auch noch dabei. Und Dominik Wölfe hat eine Berührung mit, ich weiß nicht mit wem. Und wieder gelb. Wieder gelb. Wieder Caution. Ja. Und Petruzziello, oh, der fährt einsam hier. Da hat jetzt die Lange, jetzt da ist. Da haben wir hier ganz. Oh, bei Martin Koch sah es bei Martin, das bei Gary Hart ist wieder gewesen sein. Gary Hart ist jetzt wieder in der Box. Gucken wir schnell nochmal an, vielleicht kriegen wir den noch. Der war da jetzt wieder in der Box. Da fährt er gerade wieder raus. Ach, das gibt's doch. Nehmen wir es vielleicht noch Replay? Vielleicht haben wir es noch irgendwie. Ja, hier fährt er gerade rein. Das muss noch ein bisschen rückwärts. Ja. Wow, da sehen so, wir schau mal, was passiert ist. Ja, oh, da ist er zu weit rausgekommen an das Auto von Roberto Alaimo, der schon an der Bande war. Und dann dreht sie ihn rüber. Ach, schade. Und dann haut er noch voll da rein und hebt sogar noch ab. Aber hat er Glück gehabt, dass wenigstens noch vor Box passiert ist, ich meine. Ja, also wenn es danach passiert wäre, wär doof gewesen. So, dann springen wir mal vor. Er fällt nur durch. Ach, die Boxentür war nicht bereit. Ah. Oder ist einfach nur aus Versehen durchgefahren, das Auto ist soweit heile und er hat einfach eine Pech gehabt und ist durchgefahren.
Das kann natürlich auch sein. Aber auf jeden Fall dadurch wieder gelb. Weil die Autos sind ja ziemlich stabil und er ist ja mit der Seite eingeschlagen. Dementsprechend kann ihm das ziemlich wurscht sein. Was da passiert ist, da hat es vielleicht ein paar Schönheitskorrekturen gegeben. Aber ansonsten ist da nicht viel passiert. Aber der muss jetzt auch erstmal wieder ranfahren. Dann hat er einen Lucky Dog normalerweise, weil er hat ja jetzt wieder eine Runde Rückstand. Oder hat er sie nicht? Ich glaube, er hat sie sogar nicht. Nein, er hat keine Runde Rückstand. Dementsprechend, ja, damit hat er eigentlich sogar noch, ja, fast noch mehr Pech gehabt. Ja, und jetzt haben wir alle schon einen Boxenstopp, die so auch auf nicht Platz alle. 9. Ja, Platz 9, außer Ralf Barth auf der 12, aber Platz 9 dann alle. Frage ich mich, warum? Richtig. Die waren ja auch nicht in der Box, soweit ich das so eben überblickt habe, oder? Wir hätten jetzt wahrscheinlich alle nochmal schnell reingefahren sind, als wir das Sleepy angeguckt haben. Platz 9, Platz 10, die sind in der ersten Caution reingefahren. Die sind in der ersten Caution reingefahren. Aha! Da haben wir nämlich was nicht mitbekommen. Mann. Wie das immer so ist. Man muss auch immer mal einen Überblick behalten. Genau, und vor allem den Interviews dann noch. Richtig, gerade bei den 24 Autos noch 22, die dabei sind. Ist das schon eine ganz schöne Aufgabe. So, liebes Safety Car. Ich glaube, wir sollten uns mal jetzt den Gary Hart holen. Das, ja, da, weil bei der ersten Safety Car Phase ist er ja schon und da rechts, nee, das warten wir jetzt mal noch ab, da rechts fahren nämlich gerade welche rein. So, da haben wir, glaube ich, Platz 5. Genau, da haben wir Martin Stellinger, der reinfährt. Dann Mike Azzolin, der reinfährt. Noah Nevi, der reinfährt. Quasi jetzt so ziemlich die Führungsgruppe mit. Nee, das war die zweite Gruppe, die Verfolger. Andreas Starke von der hinteren Gruppe noch. Gary Hart, ja. Ja, der fährt jetzt nochmal mit. nochmal durch wird er nicht fahren, das glaube ich nicht. So, jetzt, hoffentlich ist sein Platz auch frei. Er fährt ganz langsam, aber sein Platz ist frei. So, ist da noch einer, der mit reingekommen ist? Nee. Hier, Friedrich Laditz ist schon raus und hier das Auto von Chris Dams steht immer noch da. So, Petro Ziello und wir schauen mal, das müsste dann Platz 18 sein, der erste. Genau, Martin Stellinger kommt wieder raus. Noah Nevi ist vorbei an Mike Azzolin. Andreas Stark ist ganz nah dran an Mike Azzolin. Und Gary Hart steht noch. Könnte sein, dass er trotzdem vom Lucky Dog profitiert, wenn jetzt der erste an ihm vorbeikommt. Und der erste ist hier schon. Es müsste Backstraight sein. Aber er steht auch noch. Jetzt müsste langsam losgehen. Ja, du, er hat einen ziemlichen Schaden dort erlitten, ja. Im Auto. Also. Auf jeden Fall, die Reifen dürfen jetzt fertig gewesen sein. Wir haben ja so ein bisschen gesehen, wie es das Auto da niedergebockt hat, nennen wir es mal ja, so. Ja, aber die müssen ja auch noch hier mit Vorschlaghammer ran und ausbeulen. Ist ja, geht ja alles um Aerodynamik. Ah, jetzt kommt er wieder raus, tatsächlich. Und vor den anderen. Das heißt, wieder keine Runde Rückstand. Und alles gut. Jetzt muss er noch ein bisschen Gas geben, dass er wieder rankommt. Weil die sind jetzt unterwegs, gerade in der zweiten Kurve. Ja, na gut, aber wenn das Safety Car wieder so lang hausen ist wie beim letzten Mal, da durfte er recht zügig dann trotzdem rankommen. Ja. Also da sehe ich auch keine Gefahr. Wir sehen ja auch hier beim Safety Car, es blinkt immer noch. Und da wir jetzt schon in der letzten Kurve sind, können wir davon ausgehen, dass das Safety Car in dieser Runde noch nicht reinkommt. Und selbst wenn wir schon mal hier zu, da sieht er auch schon vorne die wieder. Wenn das Safety Car jetzt reinkommen würde, hätte er sogar mehr Schwung. Aber es passiert nicht. So, Andreas Starke ist jetzt ganz hinten, war ja in der Box. Also 5 Fahrer, die getankt haben. Und ich persönlich kenne ihn, Andreas Starke, auch als ziemlichen Strategiefuchs, als Taktikfuchs. Aber 2 Cautions schon in 15 Runden. Das ist fast schon Serienrekord. Schätze ich mal. Das ist nicht schlecht auf jeden Fall. Ja, das ist, glaube ich, besser, wenn du in den ersten 15 Minuten noch 2 Cautions hast.
und dann vielleicht durchfahren kannst, als das, was ich in der IndyCar-Serie, in der ich fahre, letztens erlebt habe. Also es war noch im alten Jahr. Und zwei 200-Runden-Rennen. Und da gab es so die ersten 198 Runden keine Safety-Car-Phase, keine Caution, aber dann. So, und wenn du dann gerade im Kampf bist, gerade dann versuchst, noch nach vorn zu kommen in den letzten zwei Runden, und dann kommt da diese blöde Caution und du fährst am Ende als Zweiter durchs Ziel, dann ist das viel schlimmer. Früher gab es ja noch die Green-White-Checker-Regel. Bedeutet, nach einer... Aua, oh, 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 jetzt hau ich hier schon die ganzen Flaschen um, Mensch. Nach einer grünen Flagge... Ja, natürlich brauchen wir hier die Wasserflaschen. Ich habe jetzt deine auch noch mit umgehauen. Ach nein. Ne, die waren ja beide zugeschraubt, sei froh. Also dass dann nach einer Caution erst die grüne Flagge kam, selbst wenn wir bei 205 Runden sind, kam die grüne Flagge, dann wurde gefahren eine Runde, dann kam die weiße Flagge, um die letzte Runde anzuzeigen, und dann wurde noch eine Runde gefahren, dann checkert, also kariert, schwarz-weiß. Dann war Ziel. Also, dass nach einer Safety-Car-Phase noch mindestens zwei, was heißt mindestens, noch genau zwei Runden gefahren genau. wurden. Egal wann sie war. So. Ja, der Chris Arms ist jetzt auch mit dabei. Der hat sich echt früh hier ins Spiel gebracht. Ja, der hat sich jetzt mit dir ein bisschen überreden lassen, da. Ja, ja, ich habe mich da ein bisschen mit ihm unterhalten. Und. Also, irgendwann muss er ja mitfahren und besser später als nie. Jetzt ist er hier auf Platz 2, auf Platz 1, nee, 2 ist das. Er ist, glaube ich, hinter Sandro. Er fährt hier auch so auf der Innenbahn, dass er eben die anderen vorbeilassen kann, sobald eben die grüne Flagge kommt. Macht er sehr, sehr gut. Aber noch kommt die grüne Flagge nicht. Nein, noch blinkt es am Auto. Richtig. Jetzt. Oh, aber ziemlich spät. Ziemlich spät die Lichthupe ausgemacht. Die Warnblinkanlage vielmehr. Ziemlich spät. So, dann er macht das jetzt völlig gut, der Chris Dahms, und hält sich hier in. So, und ja, das ist jetzt alles ein bisschen gemächlich, habe ich so das Gefühl gerade gehabt. So, ja, in Luft auflösen kann er sich auch nicht. Ja, so, irgendwie aufs Gas reden muss er auch so ein bisschen. Ja. Und der hält sich da auch. Das ist ja auf Ovalen ist halt ja immer noch ein bisschen anders. Da sind ja Überrundete, müssen ja nicht Platz machen, sondern die dürfen gern mitfahren. Solange sie keine Unfälle bauen, ist natürlich Voraussetzung. Aber das ist immer Voraussetzung für alle. Genau. Jetzt schauen wir mal, wie groß die erste Gruppe diesmal wird. So, Petrozziello. Auf jeden Fall wieder drei aus vier. Meier. Klein, dann Dahms, und der reißt schon eine Lücke, und dann Thomas Strang. Also vier Autos diesmal dabei. Moment, das war, glaube ich, gerade ein kleiner Fehler, weil wir sehen hier Nummer 6. Wir waren aber Nummer 4, genau. Jetzt Nummer 4. Aber der hat auch schon eine kleine Lücke, wie du siehst. Ja, aber jetzt kommt er wieder ein bisschen daran. Ja. Er müsste mit Marco Meyer zusammenarbeiten. Dann könnte er bei den anderen beiden dranbleiben. Aber Marco Meyer will nicht zusammenarbeiten, weil ja, Marco Meyer schafft es allein dran zu bleiben. Guck mal, der kriegt Windschatten und kommt nicht dran. Einfach so ein ganz, ganz... Ja, eben weg. Ist er... Er ist aber am Anfang der Backstretch wesentlich schneller rangekommen, als er mitten auf der Backstretch rangekommen ist. Das heißt, es hat sogar abgenommen. Die drei vorne sind schneller in ihrem Package als er. Ah, jetzt. Jetzt. Ja, ja. Jetzt verliert aber auch wieder ein bisschen da an der Kurve. Ja, das liegt an der Kurve. Aber vier Autos zusammen. Das ist ein schönes Gutes. Gut. Aber die jetzt hoffen wir mal, von der Lücke nach hinten schon rausgefahren haben. Ja, ah, das liegt, glaube ich, auch. Oh. Und dann dahinter kommt auch. Schön. Ja. Hier passiert gerade einiges. Ich glaube, hier müssen wir viel eher schauen, weil hier kann es viel eher zu einem Unfall kommen und zum nächsten Caution. Insbesondere fahren sie schon nebeneinander. Ja, ja, da herrscht das pure Chaos. Oh, da war jemand in einer Mauer. Das haben wir gerade noch gesehen. Out, ich schreibe mal hier so auf Platz 9, so es ist Mitte. Oi, oi, oi.
Der ist da fast auf den Apron gekommen. Also Apron ist die flache Bahn unten. Und wenn man da runterkommt, dann schlingert das Auto aber ganz schön. Oh, der fährt da gerne rauf, glaube ich. Der Chris Schub. Und ja, gelb. Ach Mensch. Gelb. Und wer ist jetzt? Dominik Wölfel. Das müsste der Einschlag. Oh, die hast du es gerade gesehen? Die haben sich auch gerade schön weggeschoben. Und Thilo Bronkowski. Geht auch irgendwas gar hin, nichts mehr irgendwie. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier was sehen. Also hier ist noch alles gut. Okay. Oh, und hier der Dreher. Ralf Barth. Oh. Wie ist das denn passiert? So, schauen wir mal, was ist hier passiert? Ich glaube, er wurde hinten angeschoben. Der Spolgers hat wahrscheinlich schon mal kurz. Von Klaus Immer wurde er angeschoben. Müssen wir nochmal schauen? Hier. Ja. Upp, da kriegt er einen mit und dann dreht er sich. Ach. Und dann wird er wohl erwischt. Na, noch kamen alle vorbei. Nee, also das sind nur Legs. Das waren nur Legs und Ruckler. So, Ralf Barth kommt hier in die Box, gehumpelt. Ja, ich glaube, für Thilo Bronkowski ist es so gut wie vorbei. Ich glaube, er hat einen Platten vorne links. So, Dominik Wölfel ist ganz raus. Ja, dahinter ist noch Chris, der wird irgendwann noch die Runden einholen. Oh, da geht echt nicht mehr viel. Also das Auto ist so krumm. Bin gespannt, ob er es überhaupt in die Box schafft. Also allein das ist schon gefährlich. Vielleicht sagt sich der Letzte, ja, das müsste Gary Hart sein. Vielleicht sagt der sich, komm, ich schieb ihn bis in die Box. Aber das wäre auf jeden Fall super. Das würde Fairplay-Punkte geben. Bisschen mal, was Gary Hart macht. Wenn er das macht, ist das natürlich genial. Aber ich glaube, er fährt dann einfach dran vorbei. Ja, also er bremst auch nicht runter. Nee, er fährt am Wrack vorbei. Aber er hat noch einen ganz schönen Weg bis in die Box. Also wenn er das noch schaffen will, bestimmt jetzt noch 10 Minuten, bis er dort ist. Schau mal, das ist schon ganz schön weit. Aber er kämpft, das ist schon ganz schön. Ja. Und schau mal, wenn die Box hier angeht. Platz 1 ist immer noch Sandro Petruzziello. Die bleiben hier alle draußen. Die sind hartnäckig. Der erste, der drin ist Steven Klein. Der war in der Führungsgruppe, der war Vierter. Dann Matthias Lamm. Ja, okay, das war gerade ein schöner Anzeigefehler. Schauen wir mal jetzt gleich. Blablub. Da haben wir doch. Matthias Lamm, Gary Hart, Ralf Barth fährt jetzt wieder los. Martin Stellinger, Steven Klein, Andreas Starke und Jesse Jesura. So, kommen wir raus. Auf der 14. Martin Stellinger auf der 15, Steven Klein auf der 16. Gary Hart auf der 17. So, Andreas Starke und Jesse Jesura stehen noch, aber auch die werden es noch schaffen. Jesura vorbei an Starke. Was ist mit Starke los? Starke raus! Ja. Den holen wir uns rein. Das will ich jetzt mal erfahren, was da los ist. Was ist da denn auf einmal? So, den holen wir uns jetzt rein. Er ist auf jeden Fall ausgeschieden. So, hallo Andreas, du bist jetzt hier live im Stream. Ja, sehr schön. Ja, wir haben gerade gesehen, dass du ausgeschieden bist. Was war los? Du standest ja in der Box. Ja, ich wollte ganz am Anfang, hab den Motor hochdrehen lassen und anscheinend kann man das bei der 2012er Version nicht mehr von dem Mod. Also abgewürgt. Nee, im ersten Gang hochdrehen lassen, in den roten Bereich, ganz normal. Und wenn der halt 2 Sekunden im roten Bereich ist, geht er hoch. Anscheinend. Oh, also Motorschaden. Ja. Ah, das ist schade. Das ist echt bitter. Ja, ich hab die Lenkradeinstellung falsch gewählt, das heißt, ich konnte nicht richtig draften, von daher. Naja, das hast du dann jetzt als erstes Testrennen so ein bisschen verbuchen können. Es sind ja noch 19 Rennen, bei denen du dann zeigen kannst, was du wirklich drauf hast. Ich glaube, das weißt du so ganz gut, Kurvi. Ja. ich kenne dich ja schon genug. Ja, wie gesagt, es sind ja noch 19 Rennen. Ja, trotzdem, verschenkte Punkte.
Das ist durchaus richtig. Weißt du, was mit dem Thilo Bonkowski da passiert ist? Ja, ich glaube, der Bart hat sich gedreht und der Thilo ist dann reingekracht. Okay, weil das ist durch oh, jetzt die... Oh ja, Chris Dahms schiebt ihn an! Oh, das ist wirklich Fairness vom Allerfeinsten. Chris Dahms hat ja selber schon 10 Runden okay, gestanden, aber noch mehr. Und jetzt schießt er ihn hervorragend. Oh, das ist wirklich... Also da muss es durchaus Play-Punkte für Chris Dahms geben. Also da werden wir uns, glaube ich, auch für stark machen. Und jetzt fährt er wieder vorbei auf seinen Platz, auf dem er war. Genau. Und oh, sehr gut, sehr gut. Ja, auf welchem Platz war er denn? So, und Thilo Bonkowski ist jetzt endgültig ab. Kobi nutzt Info, also fährt jetzt nach ganz vorne, weil die Überrundeten innen bleiben. Ja, ah, okay. Depp, die bleiben außen, haben, sind in der äußeren Linie und die Überrundeten sind innen. Ja, ja, da ist er jetzt ganz vorn. Genau, das haben wir bei der zweiten Caution auch schon so gesehen, dass der Chris Dahms ja da auch in sich gehalten hat. Eben aus dem Grund, dass eben dann außen gefahren wird, um den Sieg, also alle, die in der Führungsrunde sind, und in dann die Überrundeten. Gut, David, hast du noch Fragen an den Andreas? Ich habe keine Fragen, nein, ich bin fraglos glücklich sozusagen. Okay, okay, dann Andreas, dann bist du entlassen. Viel Glück dann noch für die nächsten Rennen. Ja, ja. Es wird schon im Kopf hoch. Ja, ich hätte ein bisschen mehr üben sollen. Ich wusste nicht, dass er hochgeht bei der 2012-Version so früh. Also was kann man üben, aber das, wie gesagt, dann verbuchst du das jetzt eben als Testrennen und dann passt das schon. Hast du Erfahrungen gesammelt mit der Mod? Naja, sei. Ich fahre 2008 mit dem Ding, von daher. Mit der Mod? Das ist ja die 2012er. Also ja, aber mit vorher. Ach so, okay. Naja, Mensch. Man kann nicht immer gewinnen. Gut, Dann wünsche ich euch noch einen schönen Rennabend. Ja, danke. Wir dir auch beim Zuschauen. Werde ich haben. Das freut mich. Dann tschüss. Ja, tschüss. So, jetzt haben wir schon die dritte. Ja, aber du weißt, wie spät das Blinklicht ausgeht, da sehen wir es nämlich. Ja, jetzt. Ja. So. Und jetzt bin ich mal gespannt. Sandro Petrocello wird die erste Position sehr wahrscheinlich wieder verteidigen. Danach das Grünchen dann. Ja, richtig. Schauen wir mal. Koch haben wir auf 2, Meier auf 3 und Steven Klein ist jetzt weg. Aber hier wurde auch schon Riesenabstand. Uiuiui. Roberto Lai auf der 4, Roberto Alaimo auf der 5. Und da gibt der Qualms Motorshop. Ja, Klaus immer. Klaus immer. Oh, der hängt, der ist jetzt ganz hinten. Oh, oh. Da hat es, glaube ich, gekracht. Ja, hier! Nein, Jesse Jesura und Thomas Strank. Zusammengeknallt. Waren die beiden. Klaus immer, wo ist der abgeblieben? Der ist, ach, der ist hier vorne. Okay, da habe ich mich hier Einblendung verunsichern lassen. Oh, wow, Thomas Strank hatte die Probleme. Und ich vermute nächste Caution. Ja, so ziemlich so. Wenn das mal aus. Ja, da blinkt's gelb. An der Ampel siehst du es. Ja, 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 ja. Und zum nächsten Mal. Oh, Mensch. Ich hätte mir Chips kaufen sollen. Ja, derzeit.